Ja, hier staut sich gar nichts. Plan war, dass es sich irgendwann mal stauen sollte. Aber wir brauchen einfach mehr Eisen, Erz, mehr Schmelzanlagen, mehr, mehr. Aber ich laufe jetzt erstmal nach oben, lade das bisschen Ressourcen, was ich geklaut habe, ab und gucke dann das Fitzelchen Feld da an, ob das vielleicht Edelsteine sind. So, Schwefelsäure sammelt sich, das ist gut. Batterien sammeln sich nicht, das ist nicht gut. Alles rein. Einen hätte ich gerne. So. Der Tank ist schon wieder voll. Warum bist du schon wieder voll? Das ist nicht gut, wenn du voll bist. Weil wenn du voll bist, sind die hier leer. Okay, das geht nicht auf. Das heißt, du dahin. Wir brauchen noch eine Chemiefabrik hier. Wahrscheinlich weiter nach unten. Und die macht jetzt auch Petroleumgas. Wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Oder wir könnten noch eine Fabrik machen, die auch noch Brennstoffzellen herstellt. Aber wir brauchen nicht so viele. Definitiv nicht. Später vielleicht? Also wir werden mehr Steam Engines brauchen. Unser Strom wird nicht ewig halten. Oh. Ja, nee. Unser Strom wird garantiert nicht ewig halten. Okay. Brennstoffzellen. Ist okay. Das heißt, wir machen einfach dich direkt hier drunter. Du stellst bitte her Brennstoffzellen. Und du tust es auf nach da. Und du tust es nach da. Das sieht doch schick aus. Genau. Und so macht ihr euer Ding und wir brauchen alle das ganze Light Oil. Ihr arbeitet wieder. Das ist sehr gut. Öl oben ist noch mehr als genug vorhanden. Schweröl wird immer noch verarbeitet. Ich glaube, diese eine Ölfabrik kommt da nicht so wirklich gut hinterher. Aber okay. Also ja, Stromproblem. Das heißt, wir werden die untere Anlage auch noch auf blau umstellen müssen. Wofür wir noch ein bisschen mehr Zeug brauchen. Und eventuell sollten wir lila erforschen. Also die T3-Variante von den ganzen Dingern. Oh, und ich wollte eigentlich nach oben laufen. Das mache ich ein bisschen schneller. Oh. Nach oben laufen. Gucken, was da ist. Einfach. Ja, da ist eine Kristallformation. 61 Stück nur. Ernsthaft? Und das fast direkt neben der gegnerischen Basis? Hier ist wieder nur Limestone, ha? Huh? Ja, Limestone ist doof. Also es muss wirklich ein helles, knalles Weiß sein. Da hinten könnte noch eins sein. Und direkt unter der Basis. Die Dinger hier könnten auch welche sein. Okay, gucke ich da mal hin. Erstmal doppelt reich. Wir müssen durch den Wald. Obwohl, hier ist kein Wald mehr. Miau, miau. Ich hoffe, ich habe gerade nicht aus Versehen die Basis da gepult. Gemstone Processing. Sehr schön. Was jetzt? Wir brauchen eigentlich bessere Lasertürme. Laserturrets 1. 450. Du mich auch. Alter Schwede. Und die sind alle nicht upgradebar. Das ist übel. Also wenn ich jetzt so einen Billig-Laserturm baue, den Vanilla-Laserturm, kann ich den nicht benutzen, um daraus Bronze zu machen. Wenn ich einen Bronze baue, kann ich den nicht benutzen, um daraus Silber zu machen. Übel. Das heißt, man baut eine komplette Verteidigungsanlage auf, beim momentanen Tech-Stand. Da merkt man irgendwann, buh, das reicht nicht. Ich brauche jetzt bessere Türme. Dann kann man die ganzen alten einfach nur in eine Kiste packen. Ja, oder stehen lassen, aber das ist garstig. Okay, sehr ressourcenlastig, sehr ressourcenlastig. Will ich jetzt nicht. 450, ah. Ich hätte gerne lila Sachen. Und einfache Geschwindigkeit, bitte. Ich laufe hier zu häufig gegen Bäume. Und das Ganze mache ich lieber am Tag. Ja. Also ich laufe jetzt einmal wieder zurück.
schnapp mir ganz viele Setzlinge und nehme die dann mit, um da so einen kleinen Pufferwald zu bauen. Das wäre hier oben irgendwo. Wo ist die Anzeige hin? Bin zu schnell. Anzeige da. So, gib mir die Samen. 150 Stück. Mach hier noch ein bisschen was weg. Genau. Trimm dich. So, sollte reichen. 60 Stück. Du, bitteschön. Die nehme ich gleich mit nach rechts. Dann haben wir es auch hoffentlich bald wieder Tag und ich kann mehr sehen. Rote Tränke sind momentan ein bisschen Mangelware. Blaue. Warum nimmst du keine blauen? Achso, weil ihr gar keine blauen braucht. Was brauche ich für grüne Chips? Kein Problem. Die brauchen einfach immer nur. Die brauchen nur doppelt so viel wie ihre vorherigen Kameraden. Und die brauchen die Edelsteine. Okay. Kann ich die Edelsteine selber abbauen? Das wäre eine interessante Frage. Weil wenn ich das selber machen kann, dann könnte ich ja theoretisch so Ninja-artig mich vor die feindlichen Basen stellen. Und da die ganzen Sachen abzwacken. Und wenn ich angegriffen werde, shotgun ich die einfach weg und dann ist gut. Na, wahrscheinlich ist es nicht so einfach. Ich baue trotzdem mal so ein. Was sind die? Gem Grinder, Kompressor. Ach du gute Güte. Und wir brauchen zwei Chunks of Ruby, um das Kristallding erst zu bauen. Also ja, man kann definitiv das von Hand abbauen, sonst kann man das Ding gar nicht bauen. Okay. Achso, hier unten können wir unseren Wald setzen. Also wir lassen einen Durchgang, damit ne Gegner durchkommen können. Dann setzen wir hier einen Wald. Oder einen Ansatz von einem Wald. So. Den werden auch sporadisch immer wieder ganz komplett fällen, um ganz schön viele neue Samen zu bekommen. Achso, und Durchgänge lassen. Weg. 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 So, ich meine einfach breiter. Dann ist hier zwar ein Block, wo niemand durch kann, aber man kann oben rum, man kann unten rum, alles ist gut. Ah, eventuell können die Beißer das kaputt fressen, das weiß ich gar nicht. Na gut, das lassen wir so, wie es ist. Da würde ich gerne hin. Und es ist krass, wie sehr sich die Umweltverschmutzung nach Osten ausbreitet. Also sie scheint sich nach Osten mehr auszubreiten als nach Westen, obwohl hier im Osten schon, ne, Bäume sind. Sogar recht viele. Sehr komisch, sehr komisch. Aber okay. Edelsteine direkt voraus. Da. Komm. Hier. Baum weg. Und ich... Was? Ich darf sie nicht abbauen. Wie jetzt? Mining Power 4. Mining Time 10. Mining Hardiness 15. Kann ich dich hier... Ich habe keinen Strom hier. Kann ich eine Solarzelle... Ich kann auch keine Solarzellen. Das ist jetzt sehr ungeschickt. Das muss ich ein kleines Loch reinmachen, dass ich hier arbeiten kann. Wie genau soll das funktionieren? Ich brauche Edelsteine, um Edelsteine zu bekommen. Genau, du. Du brauchst zwei Chunks of Ruby. Kompressor, Gem Crusher, Gem Grinder, Gem Polisher. Das ist für die verschiedenen Stufen an Edelsteinen. Crushed, Chunk, Raw, Polished. Und den Nachbarn bohren. Ja, wie komme ich an die Dinger erst ran? Ah, das ist nicht schön. Okay, das werde ich im Wiki nachgucken müssen oder im Forum.
das jetzt? Also die Edelsteingeschichte muss ich erstmal einen Haken hängen. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Die Dinger will ich nicht bauen, weil es macht halt keinen Sinn. Das heißt, die komplette Verteidigung der Basis obliegt jetzt mir. Das ist kein schönes Gefühl. Also ich sollte auf jeden Fall die Mauer hier schon mal setzen. Hier lang. Obwohl, zuallererst soll ich das Muster bis da hinten hin... Ich habe keine Electric Poles mehr, da. Das Muster bis nach da hinten weiterverleiten. So. Damit ich weiß, wo die Mauern hinkommen, wo die Türme hinkommen und so weiter. Das sieht auch sehr gut aus. Hier. Dann muss der Wald aber weg. Der muss eh weg, das ist kein Problem. Dann wäre das hier unser Außenbauer. Dann kommt direkt an den Strommast der Turm ran. Dann halt drei frei. Mach hier meine Kiste als Turm. Ding, ding. Eins, zwei, drei. So. Das kennen wir ja schon. Dann hier, 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 hier. So. Ist ein Ansatz. Das heißt, es werden dann alle Gegner höchstwahrscheinlich von unten kommen oder sie kauen stundenlang an der Mauer rum. Und wenn sie das tun, habe ich genug Zeit, um hier hinzulaufen, um sie wegzuschrotflinten. Jetzt noch. Weil es jetzt ja noch nur normale Beißer sind. Sobald die Medium-Beißer dabei sind, könnte es garstig werden. Und bei den Großen habe ich ein richtiges Problem. Und da wir Ditex spielen, gibt es noch was Größeres als große Beiter. Eventuell sollten wir eine Fabrik bauen für Piercing Rounds und die Dinger hier aufstellen. Und davon ganz viele. Das wäre, glaube ich, eine gute Alternative zu den Lasertürmen, bis wir halt richtig gute Lasertürme haben. Also, nächste Folgen. Wir brauchen mehr oder bessere Steam Engines. Wahrscheinlich erstmal mehr. Wir müssen regelmäßig die Bäume fällen, um an die Samen zu kommen, um den Smogmischen einzugrenzen. Wir müssen auch forschen weiter in Richtung Kampfsachen. Wir müssen die Mauern regelmäßig weiterbauen. Und ich muss rausfinden, wie das mit den Edelsteinen funktioniert. Oh, die roten Chips stauen sich doch langsam. Warte. Okay, das mache ich auch noch kurz. Wir müssen nämlich hinbekommen, dass die roten Chips einen Zwischenpuffer haben. Das heißt... Ding, 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 ding. Warum sind hier keine... Warum sind hier alle aussortiert worden aus dem Quickslot-Ding? Komisch. Also du nimmst bitte von da das. Du nimmst bitte von da und tust auf die richtige Seite. Ja. Und dazwischen kommt eine Stahlkiste. Und du bist durch am Arbeiten. Okay. Dann hätte ich gerne noch eine Fabrik. Und zwar hier... Ja, mal gucken. Wir brauchen den Draht. Wie kriegen wir den Kupferdraht jetzt von da nach da? Das ist nicht gut. Wir könnten unter... Nee. Okay, das kommt mit auf die Liste für die nächste Folge. Wir müssen uns eine Lösung ausdenken, wie wir den Kupferdraht von da nach da bekommen, ohne dass hier diese Puffersysteme rausgenommen werden und dergleichen. Obwohl, es ging wesentlich einfacher. Wir lassen uns den Kupferdraht einfach bis hier runterlaufen, machen das hier unterirdisch und dann, ja, okay, ich habe schon eine Idee fürs nächste Mal. Also, ne, die ganzen Sachen werden abgehakt und dann schaffen wir es hoffentlich zu... überleben, weil es wäre schade, wenn jetzt eine Horde von Beißern kommt, die ganze Basis zerfetzt und wir haben keine Chance. Dann müssten wir alles mal von vorne anfangen. Wobei ich dann, glaube ich, doch zurückkehren würde auf das alte System. Also nicht primär alles mit Robotern zu regeln, sondern mit diesen kleinen Clustern, die ich hatte. Ich hatte ja immer vier Strommasten, vier Fabriken und drumherum die Fließbänder. Und dann würde ich diesmal die Fließbänder halt untereinander verknüpfen. Das ist, glaube ich, wesentlich übersichtlicher als das, was ich hier gerade mache. Aber es ist eine schöne Herausforderung, die ich mir gesetzt habe und die auch ich so ganz gerne zu Ende führen würde. Also dann, bis gleich.